Hallo meine Freunde und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Survivalschule.at. Nachdem ich des Öfteren mittlerweile eine Anfrage bekommen habe, wie man sich so ein Armband aus Paracord machen kann, dachte ich mir, ich zeige euch das einfach mal. Als erstes braucht ihr Paracord. Die Farbe spielt an sich keine Rolle. Jeder kann sich wählen, was er möchte, welche Farbe ihm zusagt. Und zu beziehen gibt es das Paracord bei outdoormesser.de in sämtlichen Farbvariationen als Meterware oder auch hier im Bündel mit 30,5 Meter. Ja, ich suche mir jetzt mal eine oder zwei Farben aus. Beides wäre möglich. Und dann zeige ich euch, wie man sich so ein Armband knüpfen kann. Man benötigt nun zwei verschiedene Stücke Paracord. Farbe ist einmal egal. Man braucht einerseits eine etwa 30 bis 40 cm langes Stück Paracord, das man zu einer solchen Schlaufe legt und mit einem einfachen Knoten die Enden verknotet. Und ca. 3 Meter Paracord, das die Außenumwicklung dann darstellt. Des Weiteren benötigt man ein Feuerzeug, um die Enden der Paracord zu verschmelzen, eine Schere, zum Beispiel hier von einem Schweizer Messer, aber es geht auch jede andere Haushaltsschere, um das Paracord zu schneiden, und einen Holzstab oder einen Kugelschreiber oder irgendeinen anderen Stift, um die Schlaufe offen zu halten, damit der ganze Knoten und die ganze Arbeit nicht durchrutschen kann. Hier einfach ein Löffel zum Beispiel. Aber es geht jeder x-beliebige Holzstab oder auch Stift oder ja, was auch immer. Ja, das wäre von den Materialien hier alles. Und jetzt zeige ich euch, wie man das Ganze machen kann. Die Schlaufe sollte so gelegt sein, dass sie, wenn man den Arm darauf legt, hier der Knoten genau durch die Schlaufe passt und man circa einen Finger noch unterhalb unter die Schnur bringt. Das gibt den Kern des Armbandes und da rundherum wird dann mit dem zweiten Paracord mit den 3 Metern die Flechtarbeit begonnen. Zuvor muss ich aber noch die Enden hier schmelzen, damit mir das Paracord an dieser Stelle nicht ausfranst. Hier diese Schlaufe, die Länge der Schlaufe ist eigentlich so das Einzige, das man wirklich ablängen muss und vorher bestimmen muss, damit man weiß, ja, je nach Handbreite variiert einfach das Armband und somit diese Schlaufe einfach zuerst um die Hand legen und dann den Knoten machen, den Knoten dann so lang verschieben, bis er passt, also bis ich mit einem Finger unter das Armband komme und dann den Knoten festziehen. Zum Verschmelzen des Paracords benutzt man am besten die blaue Flamme, die am Beginn des Feuerzeugs entsteht. Und hier ist es wichtig, dass ich die Enden sauber verschmelze. Der innere Kern schmilzt wesentlich langsamer als die äußere Hülle. Deswegen sollte man auch mit dem Blauen arbeiten, da hier das innere Paracord schön schmilzt, ohne dass die Hülle des Paracords verbrennt. Man sollte hier sehr vorsichtig sein, da das im Prinzip flüssiger Kunststoff wird, auch Tropfen beginnen kann und wirklich auch Verbrennungen hervorrufen kann. Also hier ist Vorsicht geboten beim Schmelzen und das heiße geschmolzene Paracord sollte man auch nicht wirklich mit der Haut berühren, da man sich sonst Verbrennungen holt. Wenn man irgendetwas flüssig geschmolzenes hat, kann man es einfach mit der Seite des Feuerzeugs dann zusammendrücken und alles, was dann so franzig absteht, kann man dann einfach erneut kurz aufschmelzen und das kann auch nicht mehr von selbst aufgehen.
da die Enden sauber zusammengeschmolzen sind. Der nächste Schritt ist es nun, die 3 Meter Paracord-Schnur an den Enden zu nehmen und die Mitte zu suchen. Das wäre hier. Und diese Mitte hier benötigen wir, um diese schwarze Schlaufe, wird diese herumgelegt und mit einem einfachen Knoten fixiert. So sieht unser Werk nun aus. Wir haben in der Mitte den schwarzen Kern mit dem Knoten am Ende und hier mit einem ganz einfachen Knoten mit der zweiten Paracord-Schnur gestartet. Und das hier ist die Mitte des dreimetrigen Paracords. Und nun geht es an die Flechtarbeit an sich. Wir haben nun hier einen linken und einen rechten Paracordstreifen. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir uns eine Seite aussuchen, die vorne drüber läuft und diese Technik, dass die ganze Länge entlang immer beibehalten und die gleiche Seite verwenden. Ich starte hier und entscheide mich jetzt einfach für die linke Seite, die oben drüber läuft. Also wird die linke kommt oben drüber. Damit geht die rechte Seite unten durch. Das sieht nun so aus. Die rechte Seite läuft unter diesem Kern durch und die linke Seite läuft oben drüber. Jetzt nehme ich mir diese rechte Seite, die unten drunter läuft, halte es an diesem Punkt fest und ziehe sie hier rauf, da sie ja auch unter dieser Schlinge läuft. So. Was passiert ist, ist, dass die rechte Seite unter dem Paracord durchläuft, unter dem Kern und über diese linke Seite drüber, die oben aufliegt. Das Einzige, das ich jetzt noch machen muss, ist die linke Seite nehmen und durch diese Schlaufe auf der rechten Seite einmal durchziehen. Das Ganze sieht nun so aus. Wenn ich diesen Schritt soweit fertig habe, kann ich diesen Knoten festziehen. Hier ist Vorsicht gefragt, dass wir ihn gleichmäßig sauber festziehen. Und schön auf dieser gleichen Höhe halten. Danach bin ich wieder beim gleichen Punkt wie vorhin angelangt. Ich habe wieder den linken und den rechten Strang. Und ich muss genauso verfahren wie vorhin. Die linke Seite oben drüber, die rechte unten durch. Dann festhalten den Kern und die rechte Seite so durchziehen, dass sie auch über der linken Schlaufe liegt und die linke, die oben drüber läuft, auf dieser Seite durchstecken und wieder festziehen. Auch hier darauf achten, dass das Paracord nicht verdreht. Und da dieser Bereich hier verschiebbar ist, auf dem Kern kann es passieren, dass wenn ich zu fest anziehe, mir dieses ganze Flechtwerk über diese Schlaufe wegrutscht. Und deswegen ist es empfehlenswert, hier einfach mit einem Stab, Kugelschreiber etc. einzuhängen, damit das nicht passieren kann. Und so verfahre ich einfach über die gesamte Länge des Kerns. Ich nehme den linken Strang, lege ihn
vorne drüber, den rechten hinten vorbeigeführt. Zieh den rechten hier auf dieser Seite einmal durch und den linken durch diese Schlaufe durch. Und zieh wieder gleichmäßig an. Jetzt arbeite ich mich noch bis zum Ende vor und dann zeige ich euch, wie das Ende aussieht. Hier bin ich nun am Ende meines Armbandes angelangt und man sieht, es hat eine leichte Drehung mitbekommen. Diese Drehung kann man allerdings händisch einfach ausdrehen, um so diese Verdrillung wegzubekommen. Man könnte es auch ins Wasser kurz einlegen und dann ausdehnen. Wenn man nun am Ende ist, werden diese zwei überstehenden Schnüre einfach abgeschnitten. Sieht dann so aus. Und wie gehabt mit dem Feuerzeug verschmolzen. Und hier kann man dann mit einem Druck mit der Feuerzeugseite hier sauber anschmelzen. Das ist das Ende der Flechtarbeit. Die Fransen etwas glätten. Und die zweite Seite funktioniert genauso. Schneiden und versiegeln. So hat man in recht kurzer Zeit so ein Survival-Armband fertiggestellt. Man sieht hier, die Wicklung habe ich etwas dichter geschoben und die leichte Drehung ist noch vorhanden. Diese kann man aber leicht ausglätten und mit der Zeit gibt sich das sowieso. Und das nächste ist es, diesen Knopf durch diese Schlaufe zu führen. Und fertig ist das Survival-Armband. Ist eine andere Flechttechnik wie das rechte. Dadurch ist es aber auch etwas breiter und man hätte mehr Schnur zur Verfügung. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich die äußere Wicklung zu gestalten. Es ist Geschmackssache. Der eine mag es so, der andere so. Aber auf diese Art und Weise kann man auch ein super Survival-Armband machen. Anstelle des Knopfes und der Schlinge könnte man auch eine kleine von diesen Schnallen verwenden, die auch beim Rucksack, die es beim Rucksack gibt. Die gibt es auch in extra klein, speziell für diese Sache. Dazu wird einfach auf beiden Seiten anstelle des Knotens und der Schlaufe dieser Verschluss angebracht. Vom Grundsätzlichen her, man hat immer einen Kern aus dem Stück Paracord und außen rundherum diese Flechtwicklung. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ihr konntet etwas Neues mitnehmen. Ich wünsche euch viel Spaß draußen in der Natur und beim Nachbasteln dieses Paracords. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zusehen, eure Survival-Schule.